Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Röntchen The Long Dark. Ja, wir sind letztes Mal von zwei hübschen Gesellen hierher geschickt worden, damit wir ein paar Medikamente besorgen, um dem Wärter in der gegenüberliegenden Zelle noch zu helfen, den Mathis ziemlich arg mitgespielt hat. Ja, dann suchen wir mal hier so ein bisschen ab, vielleicht finden wir was. Oh, guck mal, eine schöne abgestandene Tasse Kaffee. Zum Brause, Kaffee noch selber zum Kochen. Ja. Was war das? Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir uns wieder so ein bisschen was hineinholen, dass wir wieder uns gut aufstellen. Und damit wir bei dieser Eisenkälte noch überleben. Bin auch gespannt, wie wir das jetzt danach machen. Ob wir vielleicht eine Möglichkeit haben, eine Waffe zu finden, um uns von denen loszulösen. Oder ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Nehmen wir erstmal eine Dose mit, weil wir ja keinen Kochtopf haben. Oh, Dosenöffner ist auch immer gut. Haben wir dann noch hier alles? Also, wie war eine ganze Menge. Ja, die drei Spießgesellen, die sind da wirklich ein ziemlich unangenehmer Haufen, obwohl ich sage mal, die anderen beiden scheinen noch nicht ganz so durchgeknallt zu sein wie der Mathis. Der hat es ja faustdick hinter den Ohren. Und da müssen wir wahrscheinlich auch aufpassen. Also, man merkt, ihm ist es egal, ob ein Mensch stirbt oder nicht. Da merkst du schon seine Einstellung. Das ist die Kategorie Mensch, die man eigentlich schon nicht mehr einsperren braucht, weil, ja. Da hilft nichts mehr für die Heilung. Oh. Ziemlich viel Blut. Patrone für den Revolver haben wir, eine Patrone für das Gewehr haben wir. Hier ist noch ein T-Shirt. Ah. Schließkassetten, Schlüssel. Ja, das ist schön. Wir müssen jetzt erstmal wieder anfangen, alles herauszusuchen. So, was haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall Mackenzie Stiefel, die bringen wahrscheinlich. Hä? So gut, aber der bringt dann dasselbe, oder? Ne, der hat dafür keine Dings. Trocknetes Leder. Dann reparieren wir mal unsere Schuhe wieder auf, zumindest, dass es uns nicht arg zu schlecht geht. So, brauchen wir noch getrocknetes Leder. Was kann ich denn hier mitmachen? Wenn ich das auseinandernehme, kriege ich getrocknet. Ah, sehr schön. Ich kriege Schuhe, um Schuhe zu reparieren. Passt wunderbar. Und zwar dieselben Kältepunkte. Ach so, der hat nur noch 2%. Haben zwar dieselben Kältepunkte, muss aber sagen. Toll. Bringt ja gar nicht viel. So, jetzt ziehe ich die an, dafür habe ich die. Dann mache ich mal hier zerlegen. Genau, aber der andere, also unsere Stiefel haben mehr Wasserschutz und ähnliches. Deswegen lohnt sich das mehr. So, reparieren wir mal ein bisschen so unsere Klamotten nochmal wieder auf, dass es uns gut geht. Gut, dass wir jetzt hier nicht großartig einen Timer haben, wie wir Wasser füllen müssen. Okay. Bringt jetzt sehr viel. Dafür würde ich unseren Stoff nun doch nicht hergeben. Das wäre etwas fatal. Hier ist eine Tür, die nach dorthin führt. Okay. Aber hier geht es nach oben hinauf. Okay. Baumwollmütze. Doch besser als ein Cap, oder? Der trägt beides. Er trägt beides. Schwarzfett-Spindschlüssel. Okay, also gibt es hier überall noch Spindschlüssel, womit wir die Möglichkeit haben, die anderen Dinger zu öffnen. Was haben wir hier? Eine schöne Taschenlampe. Ist aber leer. Naja, gut. Ist noch ein Stiftchen. Zeitung. Hier ist noch ein bisschen Lampenöl. Ja, die kannst du erstmal wieder wegpacken. Ah, ein Badezimmer. Guck mal, hier haben wir ein Medizinregal. Da können wir nochmal ein bisschen Medikamente holen. Verband. Dann haben wir ja noch Schmerzmittel. Ja, wir kriegen erstmal alles zusammen, um ihm wieder zu helfen. Der Bau von Schwarzfetz Teil 1. Great Beer a History. Ein Informationsblatt mit Informationen zu Großer Bär, präsentiert vom Heimatverein Großer Bär. Es ranken sich viele Geschichten um das Hochsicherheitsgefängnis von Schwarzfetz. Einige davon sind wahr, andere Legenden und wieder andere heillose Übertreibungen. Aber die Gründung des Gefängnisses ist zweifelsohne eng mit der Geschichte von Großer Bär verwoben. Lokale Gemeinden halten sich fast schon gesetzesmäßig von der Vollzugsanstalt fern. Ob das einer vernünftigen Vorsicht oder einer unvernünftigen Angst geschuldet ist, lässt sich nicht sagen. Es gibt aber auch andere, die behaupten, dass nichts an die Härte des Winters auf Großer Bär heranreicht und sich die Inselbewohner ob ihrer ureigenen Widerstandsfähigkeit sicher fühlen sollten. Sie sind härter als jeder Gefängnisinsasse. Interessant. Patrone? Mal das noch eine, ne? War noch ein anderes Ding?
Nee, die Seenotfackel behalte ich mal. Guck mal, hier machen wir mal. Zünd mal kurz an, damit wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Okay, hier ist nichts weiter. Gut, wir nehmen mal alles nehmen, damit wir ein bisschen Wasser wieder haben. Wenn es nicht. Ich glaube, er nimmt es von da oben raus, ne? So, hier machen wir auch nochmal alles. Wir haben ja erstmal ein bisschen Platz. Das nehmen wir dann mit. Dann geht es uns nicht ganz so schlecht. Oh, guck mal, noch einer. Wir können ja dann zwar nur ein Zwischenlager irgendwo wieder errichten, wo wir dann unsere Vorräte hinpacken. Gut, ich brauche jetzt erstmal wieder nicht. Guck mal, mal noch Stoff. Brandbeschleuniger. Sehr schön. Hier haben wir mal einen Stoff. Oh, guck mal, Thermounterwäsche. Sehr gut, sehr gut. Wie sieht es denn aus? Wir tragen erstmal alles. Wir haben jetzt eine, dann haben wir zwei. Oh, die sieht schon wirklich arg kaputt aus. Reparieren wir mal gleich auf. Unsere Jacke fehlt auch, ne? Haben wir überhaupt eine Jacke? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die Jacke fehlt. Das fehlt nur ein Grad. Okay, das geht noch. Oh, unsere Hose sieht schon ziemlich durch aus, wieder mal. Haben wir ja nur schon x-mal repariert. Ja, komm, wir reparieren nochmal auf. Stoff finden wir jetzt hier zum Glück ja noch recht viel. Wow, wir müssen auch mal bald trinken, was essen. Das sind immer noch. Ach gut, so geht's ja. Immer noch eine brauchbare Jeans mit 78. Komm, reparieren wir auch mal auf. Alles so ein bisschen aufreparieren, uns wieder schick machen, dass es uns gut geht. Oh, es ist gescheitert. Haben wir aber nicht Nadel und Faden gefunden vorhin? Bin ich mir da eigentlich sicher. Mein Pullover sieht auch schon wieder kaputt aus. Also sie ein schön durch die Gegend geschleift. Na gut. Bin süd verprügelt, unsere Sachen geklaut. Ja. Komm, reparieren wir nochmal. Oh, jetzt haben wir duscht. Jetzt sind wir duschtig. Und wir werden auch langsam Hunger bekommen. Na, schauen wir mal. Jetzt trinken wir erstmal. Wir haben hier noch Wasser. Das können wir trinken. So ein 5 Liter. Da tragen wir eine Menge bei. Futter war mal noch fix. Aber auch nicht so viel. Naja, es ist jetzt gerade wirklich ein reines, wir überleben hier, weil wir überleben müssen. Na, es ist ätzend. Ja, füllen wir erstmal alles ein bisschen auf, dann geht es uns auch gut. Dann mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was zum Schnabulieren finden. Okay, jetzt ist es dunkel, aber wir können uns auch erstmal ein bisschen hinpacken. Mitten am Arm, da können wir 8 Stunden schlafen locker. Der überlebt das schon. Auch wenn wir 3 Tage hier sind, der wird das schon überleben. Hoffe ich. So. Wir sind jetzt wieder ausgeruht. Wir trinken erstmal schön was. Ah, sehr gut. Das gute Klowasser. Was haben wir denn hier noch? Das sind nur Bücher, ne? Ja. Spät. Naja, es wird bald wieder hell. Wir können noch mal 2 Stunden. Naja, ich würde sagen 3 Stunden. Können wir noch mal kurz heiern. Danach müsste es uns wieder besser gehen und. Er müsste es auch von der Temperatur her passen. Draußen müsste auch etwas Licht wieder sein. Sehr schön. Gut, dann nochmal die Gipfelbrause runter. Damit kriegen wir noch ein bisschen was auf den Nahrungswert drauf. Und dann gehen wir erstmal nach oben und schauen mal da weiter, ob wir da noch was finden. Die Schlüssel zu finden wäre ja was Feines. Okay, hier ist nur das Dachgeschoss. Dachgeschoss ist das Dach selbst. Wir könnten hier unten hinaus, das bringt uns nicht viel. Wir müssen hier oben entlang und vielleicht kommen wir dann hier oben auch nochmal in die einzelnen Gebäude hinein. Haben wir jetzt eigentlich das gefunden? Finde medizinische Vorräte, erreiche und betritt die Krankenstation. Ah, wir sind also noch gar nicht da. Toll, hier kommen wir gar nicht rein. Immer noch viele Wölfe unterwegs. Eigentlich müssten die unsere Fährte schon verloren haben. Ah, Fließfäustlinge. Ja, wir haben nur die, das ist gut. Hä? Fenster. Ah. Now to find some meds for the warden. Ah. Okay, so geht das. Brauchbares Sweatshirt. Oh, hier ist eine Menge. Menge Zeug. Suche das Krankenzimmer. Hier kann ich nichts weiter machen. Ist hier noch jemand? Hallo? Ja, hier scheint niemand zu sein mehr. Lederschuhe.
Also Kaffee. Hier noch irgendwas? Komm mal da ran. Hello? Hello? Who the hell are you? Well, I could ask you the same question. Quit fucking around. Who are you? Wer bist du? I'm nobody important. Just a boy pilot. My name is, You forgot your name. My name's Mackenzie. Right. Well, Mr. Mackenzie. Not Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Well, Mr. Bush Pilot Mackenzie. Welcome to the party. Danke. You working for those assholes in prison? Indirekt. Which ones? I mean, no. No, I'm not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Ah. Look, Mr. Mackenzie. Soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. Ja, bestimmt nicht auf deren. I don't know anything about a stalemate. And I'm not on anyone's side. I'm on my own side. Well, at least you're honest. That's a start. Where are you? And what do you want? Hey, was willst du? That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden. He's injured. I'm just trying to keep him alive. So, they let you out of the prison. Then they're just gonna let you back in? Mm-hmm, yep. Right. But you aren't helping them. No. Something about this situation, about you, doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are and maybe I can help you? Help me. Shit, man. You can't even help yourself. Noch nicht. Are you the one that's messing up the convicts' plans? Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, maybe I am. Maybe I'm not. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Ah. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed of the rest of this frozen hellhole. Oh, wow, yeah, that's right, wenn der rauskommt. I mean, I hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. Die, wobei, die fressen doch gerade. I'll do my best. So, aus Kummer können die gar nicht sein. Fressen doch ein Wild. That was weird. Ja, gebe ich dir recht, mein Freund, gebe ich dir recht. Aber naja, was willst du machen? So, dann durchsuchen wir mal jetzt alles noch ein bisschen, damit wir die Medikamente finden. Und vielleicht noch irgendwas für uns. Ein Schlüssel wäre was Feines oder sowas. Hier, Buch. Ich muss eh da mal gucken, Brennmaterial irgendwo erstmal hinzupacken. Alles jetzt mitnehmen, das wäre jetzt auch ein bisschen unvorteilhaft. Natürlich ist alles schon leer und geplündert. Kühlbox? Oh. Das ganze Ding ist eine Kühlbox. Schmerzmittel, Schmerzmittel. Memo. Eine weggeworfene Notiz mit Detail zu den medizinischen Vorräten der Krankenstation. Dr. Scheiertz, wir haben einen Anruf vom Haupttor erhalten. Es gab eine Art Unfall unten am Hügel. Ein paar Beamte sind runtergefahren, um sich das anzusehen. Ich habe ihnen ihr Notfallset mitgegeben. Sind doch in letzter Zeit so viele Wölfe unterwegs. Leider enthält das Set so ziemlich unsere letztes Morphium und unsere guten Antibiotika. Bitte prüfen Sie den Bestand und füllen Sie ihn so bald wie möglich wieder auf. Vielen Dank, Bot. Ah, okay, also ist hier jetzt gar keine Medizin mehr. Wir müssen nach draußen. Wieder mal. Tolle Wurst. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Schwarzfetz-Memo. Verspäteter Mitarbeiter. Ein Vorarbeiter der roten Schicht. Kopie Dr. Scheitz. Und wieder einmal fragen wir uns, was genau Murphy treibt, wenn er zu spät zu seiner Schicht kommt. Es ist jetzt schon das 6. Mal diesen Monat. Niemand scheint zu wissen, wo er steckt. Wir wissen nur, dass er sich nicht auf dem Gelände aufhält und zu Fuß statt mit dem LKW unterwegs ist. Angesichts der aktuellen Schichtplanung kann der Wärter keine Disziplinarmaßnahmen verhängen. Daher geht eine Kopie dieses Memos auch an den Arzt nur für den Fall, dass Murphy medizinische oder psychiatrische Hilfe benötigt. Aber erstmal müssen wir ihn finden.
Zuletzt hat man ihn auf dem Weg zum Fluss in der Nähe der blockierten Brücke gesehen, südlich des Gefängnisses. Wir sind uns alle bewusst, was die Isolation hier draußen anrichten kann. Aber wir müssen trotzdem unsere Arbeit erledigen. Das Schwarzfels Verwaltungsteam. Warte mal, das ist doch der LKW-Fahrer? Nee. Verspäteten Mitarbeiter. Also fehlt dann einer. Wahrscheinlich ist es dann auch wieder so, dass wir da einen Schlüssel oder sowas finden. Oh, guck mal, eine Windjacke. Geht uns schon mal ein klein wenig besser. Lehzeug. Septikum. Wasser. Ja, Wasser haben wir ja noch nicht genug. Aber wobei, wir können nie genug Wasser haben, ne? Also, es ist ja auch schon das Wasser in den anderen Episoden teilweise ausgegangen. Gut, hätte ich gewusst, wie man das mit dem Lagerfeuer macht, dann wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber naja, wir haben überlebt. Wir sind bis hierher gekommen. Wir wurden verprügelt, von Hunden, von Wölfen angegriffen. Hunden, ha, von Wölfen angegriffen. Von irgendwelchen Idioten, wie diesen Mathis. Und wir haben es geschafft. Warum müssen diese Leute immer nur sowas Böses im Kopf haben und immer nur alle anderen schaden wollen? Stapel Papier. So, wir müssen dann scheinbar hier wieder raus. Bin ja mal gespannt. Ja. Nee, ich will wieder rein. Okay, nee, der ist nicht da. Da kommen wir jetzt. Da waren wir gerade drinnen, ne? Nee, nicht ganz. Da waren wir nicht ganz drinnen. Da kommen wir nicht rein. Ah, okay, da ist ein Vorhängeschloss. Interessant. So, was müssen wir jetzt machen? Finde medizinische Ursache, den Gefängnis-LKW und die Medizin. Was? Wir müssen da runter? Wie sollen wir denn das jetzt schon wieder überleben? Wir haben kaum Nahrung. Wir haben alles kaum. Jetzt soll ich da in die Richtung wieder runter, oder was? Warte mal, das ist dann... Wir gehen dann hier rum. Müssen nach da außen und dann hier unten den Weg entlang, oder was? Ne, warte mal, da gibt es doch noch eine Möglichkeit. Hier raus. Hier hinten herum. Okay. Der ist immer noch Futter. Hör zu. Ich dachte, er futtert noch. Geh weg. So. Nein, du siehst uns nicht. Das Vieh, jetzt sieht es uns doch. Jetzt habe ich ja wohl doch keine Wahl. Bleib da, ja. Behalt dein Futter. Ich will dein Futter gar nicht. Kannst behalten. Gut. Hier irgendwie herumkommen müssten wir mal. Oh, toll, wird nicht so einfach sein, hier irgendwo herumzukommen. Ich muss doch scheinbar durch die ganze Kälte wieder. Ah je, das ist doch schon wieder übel. Ja, diesmal habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeug dabei, womit wir uns dann... Genau, ich könnte dann... Nee, da, da, was brauchen wir? Okay, ich könnte einfach ein Feuer machen. Gut. Hier jetzt gerade ein bisschen unpraktisch. Oh, hier ist einer von den Gefängnisleuten. Ein Spinnschlüssel gefunden. Sehr schön. Damit können wir schon mal einen öffnen. Mann, ich hasse das, wenn wir wieder so losziehen müssen mit nichts eigentlich. Hä? Was? Verdammt. Müssen wir mal schnell wieder darüber. Schließ die Tür! Hä, wie kam ich denn jetzt da raus? Also da scheinbar nicht. Ich hätte gedacht, dass wir dort irgendwie hinauskommen, aber dem ist nicht so. Ja gut, ich muss mich jetzt hier auch wieder erstmal ein bisschen zurechtfinden, Leute. Ne? Ich kenne die Karte gar nicht.
weiß jetzt auch nicht, wie wir da hinten. Wir müssen irgendwie da vorne raus jetzt. Aber ich habe jetzt da versucht, lang zu laufen. Da ist nichts. Da ist nur eine Einbuchtung und hier ist alles zu. Wir müssen irgendwie hier runterkommen. Hier ist kein Ausgang. Ja, wir gehen auch erstmal wieder rein. Eine andere Wahl haben wir ja nicht. Wir müssen uns auch wieder ein bisschen aufwärmen. Den können wir auch erstmal wegpacken. Ja. Wir stehen da jetzt ein bisschen doof da. Wäre wirklich nur, dass wir irgendwie versuchen, dort wegzukommen. Hier ist sonst nichts weiter. Also hier war alles jetzt zu, hier kamen wir jetzt nicht lang. Ja, verschwinde! Vielleicht da vorne irgendwo raus? Wir würden zu dem Dings hinkommen. Andere Wahl sehe ich ja gar nicht eigentlich. Aber wir kommen jetzt hier auch nicht weiter. Sind wir hier, dann sind wir dort und hier kommen wir auch nicht. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr rein. Jetzt sitze ich hier oben fest oder was? Hier rüber komme ich nicht. Kann ich hier noch eine Tür irgendwie öffnen? Ach, guck mal, da komme ich wahrscheinlich nochmal hinein. Aber da müsste ich erstmal hier rum. Ah, je. Amüsant, aber auch irgendwie nicht. Ich muss den richtigen Weg hier finden wieder. Damit geht's wieder los. Muss mal kurz abkontrollieren, wie das ist. Ob wir da jetzt irgendwo rauskommen. Kommen wir hier rein vielleicht? Nee. Hier ist noch eine Tür, aber das ist nur die Tür, wo wir schon waren. Verdammt. Das kann ich leider nicht öffnen. Ja gut, wie es scheint, muss ich erstmal nach da drüben wieder. Jetzt kommen wir bloß da leider nicht mehr rein, weil ich natürlich schon wieder rumgelaufen bin. Das werde ich dann aber, glaube ich, in der nächsten Folge mal gucken. Ich werde uns dann zwischen den Folgen einfach mal dorthin bringen. Und dann werden wir von dort aus die nächste Aktion zum Suchen starten. Ich werde uns hier erstmal wieder aufwärmen. Und wenn wir uns losmachen, müssen wir leider an den Wölfen nochmal vorbei und herum. Aber das kriegen wir hin. Zumindest haben wir jetzt erstmal erfahren, da draußen rennt noch jemand rum, der uns helfen könnte. Und zumindest ist der auch was gegen die... ja, Insassen hat, besonders insbesondere gegen diesen Donner. Und dann schauen wir mal, dass wir dieser Person helfen können. Und ich bin schon ziemlich gespannt. Also wie gesagt, die Geschichte hat eine coole Wendung. Es läuft super interessant. Und ich bin wirklich gespannt, was dann noch alles auf uns zukommt. Also wir werden doch wahrscheinlich wieder sehr viel hier auch im Umland herumlaufen, wie es scheint. Nee, gar nicht so viel, wie es scheint. Oh, die Karte ist recht klein. Oh, guck mal, hier oben lang noch, dort lang. Wahrscheinlich haben wir da wieder mit überspringenden Karten. Werden wir mal sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi oder Like da lassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Video angeschaut habt. Und alles Gute bis dahin. Ciao.